Nein, dies ist nicht das jüngste Gericht, sondern ein buddhistisches Tempelfest nahe einer japanischen Industriestadt. Gleichzeitig sind Japans Tempel Orte stiller Askese. Doch der Buddhismus hier ist nicht Weltflucht, sondern bestimmender Teil auch des modernen Japan. Buddha prägt auch heute Alltag, geistiges und gesellschaftliches Leben. Und gerade jetzt beginnt der Buddhismus sich noch stärker auf seine soziale Rolle zu besinnen. Die alten Formen stehen dazu keineswegs im Widerspruch. Goldfische sind ein altes Symbol buddhistischer Tempeltradition. Ursprung und Bedeutung sind unklar, aber in jedem Tempelbezirk kann man sie kaufen. Vor allem Kinder mögen sie ganz einfach als Souvenir. Besonders an Festtagen sind die Zugangswege zu Japans Tempeln fröhliche Jahrmärkte für kindlichen Spaß. Nicht fromme Ehrfurcht prägt Japans Religiosität, sondern selbstverständliches, fast unbewusstes Miterleben von Formen. Am 14. Mai jeden Jahres zieht das Festival des Taima-Tempels in Nara Tausende von Besuchern an. Höhepunkt des Festes ist eine Prozession, an der privilegierte Mitglieder der Tempelgemeinde teilnehmen dürfen, verkleidet als buddhistische Heiligengestalten. Es ist ein Fest ganz naiven buddhistischen Volksglaubens. Aktiv mitmachen zu dürfen, gilt als hohe Ehre und sie wird nur Mitgliedern solcher Familien gewährt, die seit Generationen den Tempel unterstützen und die Tempelkasse. Die Kostüme sind einige hundert Jahre alt. Der Ursprung des Festes soll ins 9. Jahrhundert zurückreichen. Aber das Bewusstsein der uralten Tradition und familiäre Fröhlichkeit gehen bruchlos zusammen in Japan. Fast alle Japaner haben eine intensive Beziehung zum Buddhismus. Aber diese Beziehung wird nicht bestimmt durch Glaubensbekenntnisse. Religiosität wird nicht definiert. Entgegen der landläufigen Meinung sind Japans Menschen durchaus religiös. Es gibt lediglich keine für alle Buddhisten verbindlichen Lehren und Glaubensinhalte. Über 160 verschiedene buddhistische Tempelvereinigungen legen die 2500 Jahre alten Einsichten des Gautama Buddha höchst unterschiedlich aus. Diese Gruppen werden gemeinhin Sekten genannt. Aber dieser Begriff ist eigentlich zu negativ angesichts der teilweise mehrere Millionen starken Anhängerschaften. Und vor allem, es gibt keine als Hauptrichtung verstandene Lehre, von der einige Sekten abweichen könnten. Im japanischen Denken stehen alle gleichberechtigt. Punkt 4 Uhr nachmittags beginnt die Prozession des Taima-Tempels. In ihren jahrhundertealten Masken sind die 25 Teilnehmer praktisch blind. Sie müssen geführt werden. Man hat den stolzen Akteuren eigens eingeschärft, nicht ihren Freunden im Publikum zu winken, um der Würde des bedeutungsschweren Geschehens keinen Abbruch zu tun. Dass es in Strömen regnet, wird übrigens als positives Zeichen gesehen. Es regnet immer zur Prozession, sagen die Leute. Regen und Dunst lassen die Konturen verschwimmen. Das entspricht durchaus dem japanischen Denken. Es legt weniger Wert auf präzise Klarheit als auf Andeutungen und Umschreibungen. Das gilt erst recht für religiöse Vorstellungen. Was hier symbolisiert wird, ist eine besonders für Japans Buddhismus bedeutsame Gedankenwelt. Über die Hälfte aller Japaner gehört Tempelvereinigungen an, die die Vorstellung vom reinen Land pflegen, dem Paradies im Jenseits. Die 25 Masken verkörpern Bodhisattvas, Wesen auf dem Weg der Erleuchtung.
Über die Brücke kommen sie aus dem paradiesischen Reich des gnädigen Amida Buddha, um einen Menschen aus der Not des Diesseits ins reine Land des Jenseits zu erlösen. Der Mensch gelangt ins Paradies durch Gebet, Glaube und Gnade. Fast christliche Vorstellungen. Mönche anderer Gruppen deuten bisweilen an, dass dies mit der Lehre des Religionsstifters absolut nichts mehr zu tun habe. Danach wäre die Mehrheit der japanischen Buddhisten gar nicht buddhistisch. Aber der Dogmenstreit findet nicht statt. Der Todai-Tempel von Nara, 1250 Jahre alt. Er markiert einen der großen Wendepunkte des Buddhismus und der Geschichte Japans. Darum ist er einer der wichtigsten Ausflugsziele für japanische Schulklassen, wobei für die Kinder die zahmen Hirsche von Nara mindestens so wichtig sind wie die historienschweren Tempelanlagen. Der Tempel ist auch heute noch die größte Holzkonstruktion der Welt. Er baut als Ausweis kaiserlicher Größe, die den Buddhismus benutzte, als Grundlage und Stütze ihrer Macht. Der Buddhismus kam im 6. Jahrhundert über Korea nach Japan. Und er blieb für einige hundert Jahre die Religion des Adels. Das Volk hatte mit der neuen ausländischen Lehre anfangs nichts zu schaffen. Der große Buddha von Nara, geweiht im Jahre 752. Nara, so erfährt jedes Schulkind, wurde damals zur ersten wirklichen Hauptstadt Japans. Der kaiserliche Hof etablierte nach chinesischem Vorbild erstmals eine Zentralgewalt. Kaiser Shomu ließ überall im Land Tempel errichten. Die Verbreitung des neuen Kultus und die Ausdehnung imperialer Macht wurden damit eins. Aber bald begannen japanische Mönche, die ausländische Lehre selbst neu zu überdenken. Der Buddhismus wurde japanisiert. Der Ryugan-Tempel in Kyoto. Dass der vorstehende Mönche Videopredigten benutzt, ist nichts Besonderes. Aber die Musik ist eher ungewöhnlich für einen japanischen Tempel. Sein Priester betreibt eine private Radiostation. Sie sendet 24 Stunden am Tag ausschließlich Reggae-Musik. Es gibt keine Ansagen, keine Werbung, geschweige denn Predigten über den Sender. Die Musik selbst ist die Botschaft. Der Mönch Ejima Kodo ist 43 Jahre alt, verheiratet, seit 16 Jahren Chefpriester des Tempels. Mit der Radiostation hat er vor 5 Jahren angefangen, das Programm stellt er in seiner Freizeit zusammen. Ejima Kodo hat viel zu tun. Das Tempelgelände ist klein, aber er hat eine ziemlich große Vorstadtgemeinde zu betreuen. Deren Kern ist eine Gruppe von 250 Familien, die dem Tempel seit Generationen nahestehen und ihn weitgehend finanzieren. Hinzu kommen Extraspenden und Gebühren für die Ausübung der Riten. Solche Einnahmen sind steuerfrei. Dieses System gilt für alle 70.000 Tempel Japans. Die Tempel sind prinzipiell unabhängig. Die Bindung an die verschiedenen Tempelgruppen ist nicht strikt. Japans Buddhismus kennt keine kirchliche Hierarchie. Ejima Kodo hat sein Amt von seinem Vater geerbt. Das ist in Japan eher die Regel als die Ausnahme. Ejima Kodos Tempel ist 400 Jahre alt und folgt der Lehre vom reinen Land. Zentraler Ritus ist die ständige Anrufung des Amida Buddha im rhythmischen, formelhaften Gebet. Das ermöglicht den Eingang ins Paradies. Und der Rhythmus des Trommelschlages, sagt Ejima Kodo, ist dem der Reggae-Musik sehr ähnlich. Im Vordergrund allerdings steht für ihn die politische Botschaft des schwarzen Reggae. Gleichheit aller Menschen und Rassen. Für ihn gilt dies auch als genuin buddhistische Aussage. Der Reggae kommt eher aus dem Christentum, sagt er, aber die Grundsätze im Buddhismus sind die gleichen.
Wir buddhistischen Priester, sagt er, müssen uns verstärkt sozialen Fragen zuwenden. Wir sollten aktiv in der Gesellschaft arbeiten und Einfluss auf sie nehmen. Die Reggae-Musik ist ja nur ein Beispiel. Ich möchte den Buddhismus als bewegende Kraft erhalten. Natürlich, sagt er, verstehen das vor allem die älteren Gemeindemitglieder nicht. Aber das kann sich ändern. Wir müssen an die Gesellschaft appellieren und für mich ist Reggae ein Schlüssel dazu. Auf dem Berg Koya, südlich von Nara, liegt der Haupttempel einer der älteren buddhistischen Denkschulen. Das ganze Jahr hindurch unterziehen sich die Mönche hier rigiden Ritualen. Der Shingon-Buddhismus basiert nicht auf dem Gedanken von Gnade und Erlösung ins Paradies. Der Weg zur Erleuchtung führt hier über Selbstkasteiung und geheimnisvolle Rituale und ist stark bezogen auf individuelle Anstrengung. Dennoch hat Shingon über 11 Millionen Anhänger in Japan. Nur wenige freilich unterziehen sich solch eisig magischen Riten. Noch vor dem ersten Morgengrauen beginnen die Etappen meines anderen, geradezu übermenschlichen Rituals. Der Senichi Kaikyo-go oder 1000-Tage-Lauf führt über eine Distanz von 40.000 Kilometern. Der Mönch Sakai Yusai ist einer der wenigen, die in den letzten 400 Jahren diesen Lauf vollendet haben, betend und allein. Wilder Kontrapunkt zum strengen Laufritual. Mönche auf dem Berg Hiei bei Kyoto feiern das Fest der großen Trommel. Der Tempelbezirk des Hiei-san gehört zu den ältesten buddhistischen Zentren Japans. Sakai Yusai, der bei seinem Lauf den Berg nicht verlässt, ist für kurze Zeit Gast. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Sein tägliches Pensum 40 Kilometer. Den Abschluss des 1000-Tage-Laufs, der in höchstens 7 Jahren zu überwinden ist, bildet das Do-Iri, ein 9-tägiges Fastenritual. Sakai verbringt die 9 Tage ohne Nahrung, Wasser und Schlaf. Am 9. Tag. Mediziner sagen, dass man dies eigentlich nicht überleben kann. Sakais Vorgänger waren sämtlich um die 30, als sie sich Lauf und Fasten unterzogen. Er ist zu diesem Zeitpunkt über 50. Er hat überlebt. Er darf ab jetzt den Titel Großmeister führen. Ausweis höherer Weisheit und Fortgeschrittenheit. Für die Masse der einfachen Gläubigen ist er mehr. Er ist Buddha, der Erleuchtete. Er ist so stark, sagt die Frau.
Sakai, sagt sie, ist ein Heiliger. Bald darauf ist Sakai Yusei wieder auf dem Weg. Er will den 1000-Tage-Lauf noch einmal absolvieren. Ausflugsbetrieb in Kyoto. Mit seinen engen Gassen und den zahllosen Andenkenläden an den Aufgängen zu den heiligen Städten ist die alte Kaiserstadt ein modernes Touristenmekka. Die Industriegesellschaft Japans gleicht in ihren Äußerlichkeiten durchaus denen Europas oder Amerikas. Kitsch und Kunsthandwerk nebeneinander, Schaulust und bisweilen etwas Frömmigkeit. Kaum anders als am Petersdom. Ziel der Schülergruppen hier, der 1200 Jahre alte Kiyomizu-Tempel, einer der schönsten von Kyoto. Man ist ausgelassen und macht, das muss sein in Japan, Gruppenfotos. Ein paar Kilometer entfernt, der Haupttempel des Berges Hiei. Gegründet im Jahr 806, in politischen Wirren verbrannt und wieder aufgebaut, auch heute noch geistiges Zentrum des Tendai-Buddhismus. Auch hier liegt der Schwerpunkt religiösen Handels in der Suche des Menschen nach Erleuchtung durch mysteriöse Rituale und Askese. Aber hier wurde auch durch die Jahrhunderte ungeheure Gedankenarbeit geleistet. Dabei gelangte man zu umfassender Liberalität. Alle buddhistischen Formen und Praktiken, so verschieden sie sein mögen, gelten als Ausprägungen der gleichen Wahrheit. Erleuchtung, so lehrt der Tendai-Buddhismus, ist in jedem Menschen angelegt. Sie zu finden, bedeutet die Überwindung des Dualismus von Leben und Tod. Der Glaube seiner Anhänger äußert sich freilich schlichter. Magie spielt an fast allen Tempeln jeder Richtung eine große Rolle. Dem Rauch entsprechend verrieben wird Heilkraft zugesprochen gegen Kopf- und Nackenschmerzen etwa. Die Mönche, natürlich interessiert an der Popularisierung ihres Tempelberges, betätigen sich auch als Fremdenführer. Es gibt stille und stilvolle Hotels und Restaurants hier oben. Und, so vergisst der Führer nicht zu erwähnen, hier steht auch der Tempel des 1000-Tage-Läufers Sakai. Sakai Yusei hat sich in diesem Sommer von den Strapazen seines zweiten 40.000-Kilometer-Laufes erholt. Ein bescheidener und einfacher Mann, heute 65 Jahre alt. Er kam erst spät, nach einer gescheiterten Existenz und dem Selbstmord seiner Frau, zum Tempel. Verzweifelt und aussichtslos. Heute kommen Gläubige von weit her, um seinen Rat zu hören. Ich sage Ihnen nur ganz einfache Dinge. Komplizierte Erklärungen helfen Ihnen nicht, meint er. Ich gebe, sagt er, Erleichterung. Das 1000-Tage-Ritual, sagt Sakai Yusei, darf nicht zum Selbstzweck der ausführenden Mönche werden. Ich muss das Erreichte an die Menschen weitergeben. Ich muss in die Gesellschaft hineinwirken.
Statt für Rüstung, sagt er, sollte die Welt ihr Geld lieber für Umweltschutztechniken ausgeben, zum Beispiel für den Wasserhaushalt. Die Menschen sollten nach Frieden und Glück in der ganzen Welt streben. Dafür muss man arbeiten, sagt er, nicht nur für eine Nation. Sonst gerät die Menschheit in eine Sackgasse. Dafür, sagt der Mönch Sakai, bete ich. Zweimal täglich zelebriert Sakayusai dieses 1200 Jahre alte Feuerritual. Nur Mönche, die die 1000-Tage-Prüfung hinter sich haben, dürfen es ausüben. Es war ursprünglich für den kaiserlichen Hof reserviert. Am Morgen betet dabei Sakai allein für seine gesellschaftlichen Anliegen. Am Nachmittag gewissermaßen auf Bestellung für die Bitten und persönlichen Sorgen Einzelner. Geheimnisvolles Ritual, hochkomplexe Philosophien und Auslegungen der Lehre Buddhas und schlichter Glaube an Magie fließen hier in eins. Die genaue Einhaltung von Formen gilt in Japan ganz allgemein als Ausdruck menschlicher Vollkommenheit. Inhalte müssen dabei nicht unbedingt mitgedacht werden. Dies ist kein grüblerisches Zwiegespräch mit Gott, das ist dem Buddhismus vollkommen fremd. Die buddhistische Glaubensrichtung, der Sakai angehört, kennt in ihrer Lehre keinen persönlichen Gott. Aber er selbst spricht davon, dass Buddha sein Wirken beobachte. Ein Widerspruch zu den Lehren seines eigenen Ordens. Aber Dogmatik und feste Definition von Glaubenspositionen kennt Japans Buddhismus eher nicht. Vertreter eines Busunternehmens bitten um sichere Fahrt, eine Frau um Gesundheit, ihre Tochter um gutes Abschneiden bei Hochschulprüfungen. Es ist gängige Praxis, sich mit solchen Wünschen an die Tempel zu wenden. Die Gesuche an die übersinnliche Kraft sind hier auf Hölzer geschrieben, die Sakai im Ritual verfeuert. Natürlich birgt solche Religionspraxis die Gefahr, im Formelhaften zu erstarren und mit schlichter Magie verwechselt zu werden. Der Mönch Sakai weiß es selbst. Wir sollten uns ändern, sagt er, und die Gesellschaft ansprechen, vielleicht sogar auf internationaler Ebene. Vielleicht sollte ich selbst hinausgehen, die soziale Wirklichkeit studieren und den Menschen zuhören, sagt er, anstatt das zu tun, was seit so vielen Jahren hier zelebriert wird. Auch das ist ein buddhistisches Tempelfest. Ende Februar, wenn es noch empfindlich kalt ist, stürmen einige tausend junge Männer den Saidai-Tempel in der Provinz Okayama. Mutprobe und orgiastischer Gruppenwahn. Ein japanischer Kraft- und Prügelsport, wie er sich bei vielen religiösen Festen entfaltet.
Es geht darum, zwei kleine Hölzer zu ergattern, die die Mönche von oben in die brodelnde Masse werfen. Solche Feste sind eher Anleihen aus dem Shinto, der japanischen Urreligion. Doch Shinto und Buddhismus leben ohne dies widerspruchslos zusammen, obwohl die Naturreligion des Shinto ein vollkommen anderes Weltbild besitzt. Der Shinto kennt keine Vorstellung von Erlösung aus weltlichem Elend. Der Mensch ist Teil der Natur, in der das Übersinnliche, die Götter, selbst enthalten sind. Eine sehr positive, diesseitige, einfache Religion. Die einst neue Religion des Buddhismus hat den archaischen Shinto nicht verdrängt. Das Alte lebt bruchlos neben und im Neuen weiter. Trennende Definition ist nicht das geistige Ordnungsprinzip Japans. Natürlich ist Religiosität auch in Japan heute nicht mehr die zentrale bestimmende Kraft. Aber sie bleibt lebendig, auch in der Megastadt Tokio. Es gibt hier noch immer zahllose Tempel und einige übersetzen traditionellen Stil in hochmoderne Formen. Der Tōchō-Tempel im Wolkenkratzerviertel Shinjuku zeigt mit seiner eleganten Einfachheit, welche Richtung des Buddhismus hier praktiziert wird. Die Architektur reflektiert die geistige Disziplin des Zen. Ausgangspunkt des japanischen Zen im 12. und 13. Jahrhundert war der Wille, die buddhistische Philosophie ins tägliche Leben zu integrieren. Er verwarf spekulatives Denken und formalistische Rituale, und sah weltliche Aktivität nicht im Gegensatz zur Religiosität. Er förderte ein der protestantischen Arbeitsethik ähnliches Denken. Der junge Zen-Mönch in der computerisierten Schaltzentrale des Tempels hält es für notwendig, gerade hier im Kern der Riesenstadt präsent zu sein. Unser Tempel sieht anders aus als die Büros, sagt er, aber ich sehe keinen Graben zwischen der Gesellschaft und uns. Ein Teil des japanischen Buddhismus, sagt er, hatte sich in der Tradition bequem gemacht. Was wir hier tun mit öffentlichen Meditationsübungen und Kunstausstellungen oder im Gebrauch von Computern, ist an die moderne Gesellschaft angepasst. Das ist notwendig, um unsere Lehre effektiv zu verbreiten. Zu den offenen Meditationsabenden kommen Angestellte der Büros ringsum, Hausfrauen, Studenten. Ob sie Anhänger des Zen sind oder lediglich Entspannung suchen, bleibt völlig unerheblich. Aber der Zen hat in Japan eine große Anhängerschaft. Die Lehre, dass Erleuchtung allein durch Zen, japanisch für Meditation, zu erreichen ist, hat durch die Jahrhunderte geistig selbstständige Menschen angesprochen. Der Zen kennt keinen gnädigen Buddha, kein Paradies. Erleuchtung ist Resultat ganz individueller Anstrengung. Der Zen steht der ursprünglichen Philosophie aus Indien vielleicht am nächsten. Eine der zentralen Aufgaben des Zen heute steht im merkwürdigen Widerspruch zu dessen diesseitiger Orientierung, die Totenehrung. Jahresgedenken an einen Verstorbenen. In einer festgelegten Abfolge von Jahrestagen bis hin zum 33. oder gar 50. Todestag pflegen sich die Familien im Tempel einzufinden. Auch dafür benutzen die Mönche ihre Computer zur genauen Einhaltung der Gedenktage. Die Ehrung der Ahnen ist in ganz Asien wichtige und als natürlich angesehene Pflicht. Dass ausgerechnet der Zen, der über ein Leben nach dem Tode gar nicht nachdenkt, eine wichtige Rolle in der Totenehrung spielt, hat historische Gründe, bleibt aber ein Paradox.
Diese langen Hölzer sind eine traditionelle Erinnerungsgabe für japanische Gräber. An Jahrestagen werden sie im Tempel gesegnet und auf dem Friedhof gegen die Alten ausgetauscht. Man nennt in Japan den Buddhismus oft die Religion der Toten. Tatsächlich widmen sich alle buddhistischen Tempel der Totenbestattung und der Gräberpflege. Die dafür gezahlten Gebühren, Spenden genannt, bilden eine wichtige Einnahmequelle. Japaner nutzen durchaus verschiedene Religionen für unterschiedliche Familienanlässe. Es gilt hier nicht als ungewöhnlich, ein neugeborenes Kind im Shinto-Schrein segnen zu lassen, gar nach christlichem Ritus zu heiraten und buddhistisch beerdigt zu werden. Japan mag sich nicht auf einen religiösen Weg festlegen. Die Buchten bei Obama, einer Stadt an der Westküste, gehören zu den schönsten japanischen Stränden. Doch der Küstenstreifen hier ist ein Zentrum der japanischen Kernkraftindustrie. 15 Atomkraftwerke stehen bereits oder sind im Bau. Weitere sind geplant. Kernkraftgegner blieben freilich eine Minderheit. Die Region ist recht unterentwickelt und Staat und Industrie versprechen Arbeitsplätze, Straßen und Brücken, Geld für die knappen Gemeindekassen. Nicht weit im Hinterland steht der Miyotsu-Tempel, gegründet im Jahr 806. Kunst- und religionshistorisch ein wichtiger Ort. Durch diese Gegend zogen Japans frühe Mönche auf ihren Reisen nach und von Korea und China, wo sie ihre neue Religion studierten. Der Abt des Tempels zelebriert regelmäßig die festgelegten Rituale des Shingon-Buddhismus. Gleichzeitig ist Nakajima Tetsuen ein aktiver Kernkraftgegner, Vorsitzender der lokalen Anti-Atom-Bewegung. Ein sehr traditionsbewusster Tempel mit Teichen und Fischen. In seiner Harmonie und Ruhe ein Idealbild buddhistischer Tempelanlagen. Am Eingang, im Andenkenstand des Tempels, hat Nakajima Tetsuen einen Geigerzähler installiert. Der Grad der Gammastrahlung, sagt er, sollte hier bei etwa 20 liegen. Heute zeigt der Zähler 30. Dies ist nur ein einfaches, sehr grobes Instrument, sagt er. Aber wenn er 100 und mehr anzeigt, dann wissen wir immerhin, dass etwas nicht stimmt. Hier in Obama haben 16 Leute so einen Geigerzähler gekauft, sagt er. Es geht ihm vor allem darum, das Bewusstsein drohender Gefahr zu wecken. Vor ein paar Jahren, als seine beiden Kinder in den Kindergarten kamen, hat er eine Art Notausrüstung für Kernkatastrophen zusammengestellt. Regenmantel und Maske, Jodtabletten, Taschenlampe, Radio und Reiskuchen. Kinder mögen die. Das ist, sagt er, nicht unbedingt wirklich nützlich, aber es hilft, sich etwas beruhigter zu fühlen. Wichtiger ist, so auf die Gefahr aufmerksam zu machen, um eine Katastrophe zu vermeiden. Aber das Risiko wächst jetzt schneller, sagt er. Vielleicht sollten wir bessere Ausrüstungen haben. Diese kleinen Figuren gelten als Glücksbringer in Japan. Sie stellen einen Begründer des Zen-Buddhismus dar. Sie haben zu den Lehren des Myotsu-Tempels zu Recht keine Beziehung. Aber die Leute fingen an, sie aufzustellen. Darum verkaufen die Mönche hier jetzt kleine Darumas. Nakajima Tetsuen muss zur Besuchersaison die Doppelrolle als Priester und Fremdenführer spielen. Die Touristen beten ein wenig, spenden ein bisschen und hören seinen historisch orientierten Vortrag. Ursprünglich wollte Nakajima Tetsuen, heute 48 Jahre alt, gar nicht Mönch werden. Er studierte in Tokio in einer Kunsthochschule, doch dann überredete ihn sein Vater, den Tempel von ihm zu übernehmen. Er absolvierte, wie alle Mönche, die buddhistische Universität.
Das heftige Bedürfnis der touristischen Tempelbesucher nach religiösem Schnickschnack, das Geldgeschäft mit Amuletten, Püppchen und Horoskopen, sagt Nakajima, habe ihn in seiner Jugend abgestoßen. Heute sei ihm klar geworden, dass dahinter wohl ein menschliches Bedürfnis nach solchen Symbolen bestehe. Darum opponiere er nicht mehr dagegen. Die Besucher bittet er, bereitliegende Protestbriefe gegen Kernkraftwerke zu unterschreiben. Aber er weiß, dass er eine Minderheitsposition vertritt. Nakajima Tetsuen sieht die Anti-Atom-Aktivitäten in seiner Religion begründet. Buddhas grundlegende Lehre heißt, du sollst nicht töten, sagt er. Wir sollen kein Leben zerstören, die gesamte Flora und Fauna schützen. Das gilt, sagt er, für das Christentum wie für den Buddhismus. Jede ernsthafte Religion muss sich den sozialen Fragen zuwenden, ob Krieg und Frieden oder Kernkraftproblematik. Der Buddhismus kann nur belebt werden, sagt er, wenn er sich diesen Dingen widmet. Zweimal im Monat geht der Mönch Nakajima betteln, ein Akt demonstrativer Demut. Vor den Türen spricht er seinen Segen, in einer heutigen Japanern unverständlichen Formelsprache. Japans Buddhismus bewahrt seine überkommenen Formen. Sie werden als selbstverständlich akzeptiert, an Reform und Vereinfachung scheint niemand zu denken. Aber deshalb ist der Buddhismus hier keineswegs erstarrt. In Japan wie in Korea und China dominiert der Mahayana-Buddhismus, die alle Unterschiede übergreifende Einsicht, dass die ganze Welt das Mitleid braucht und dass letztendliche Erleuchtung nur möglich ist, wenn alle Menschen an ihr teilhaben. Soziale Verantwortung ist Japans Buddhismus nicht wesensfremd, sondern dessen zentrale Forderung. Auch deshalb sind Japans Tempel keine Museen.